Im heutigen Replay nähern wir uns mal wieder den Chinesen an. Und man sagt in Bayern übrigens China und nicht China oder China, also nicht wundern, den Chinesen mit dem WZ 111 ein Viertel, gespielt von Syntax Math auf der Karte Ratchaya und ist hier in seinem 9er schweren Top-Tier. Ein 9er, 8er, 7er Battle, das macht natürlich besonders viel Spaß. Also übrigens das mit China, das wurde ich schon ein, zweimal gefragt. Das ist hier wirklich normal. Bayer sagt China. Da sagen wir nicht China oder wir sagen auch nicht China oder was weiß ich. Das ist China. So, habt's mal. Gut, also, jetzt schauen wir mal, was der WZ hier so macht. Aber die Route ist eher die schon fast bekannte, die 9er 0er Linie. Die wird einfach mit einem schweren Ding gerne abgegrast. Gerade natürlich, der WZ ist einfach schön, weil er für einen schweren Panzer mobil ist. Man sieht es ja ganz gut, wie er hier schon vorweg prescht. Und der IS und der Tiger 2 zum Beispiel, wie lange die da hinten noch nachkommen. Und jetzt gerade, die sind jetzt auch nicht so träge. Also so ein WZ-111, der hat da schon ganz klar Vorteile. Auch der T-54 ist auch nicht viel schneller als er hier. Dazu haben wir eine gute Kanone. Bevor wir Gegner sehen, können wir die nochmal zeigen. 490 Schaden bei 244 Durchschlag und Premium sogar 340 Durchschlag. Ja, die HE-Mumpeln, ja, wenn sie da mal durchkämen, schon vernünftig. Jetzt sind die sogar so schnell hier gewesen, dass noch nicht mal die Gegner hier aufploppen. Also jetzt muss er ganz kurz noch hier ein kleines Kränzchen einhalten, bis da der erste Gegner aufkommt. Und da ist er auch schon auf den R2-D2. Und da bekommt er den ersten Hit. Bisschen aufpassen muss er hier auf die Arti, weil das ist so der Spot, wo die Arti auch immer gern reinschießt. So, und hier, den könnte man natürlich jetzt ideal mit HE beschießen. Den Waffenträger. Besseres HE-Ziel gibt es einfach auf dieser ganzen Welt nicht. Aber, naja, hätte er jetzt HE geladen, hätte er nicht den KV-5 nicht durchschlagen. Ja, da hat er ein bisschen schnell geschossen. Er wollte hier den Schuss rausbekommen, ohne dass er da lange Gefahr läuft, in irgendwas anderes Böses zu laufen. Aber der Waffenträger macht es immer schön, hält immer schön den Deckel raus. Und da klappt es halt dann doch mit dem Damage-Nachbarn. Jetzt hat er auch HE geladen. Jetzt will er den auf dem Waffenträger auch zimmern. Aber jetzt ist er. Jetzt hat er HE geladen und jetzt ist er so in dem Bereich, wo er eh auch locker mit Ding durchschlägt. Also mit AP den wegmacht. Ja, ein bisschen zu spät einfach. Ein bisschen zu spät. Deswegen kriegt der KV-5 jetzt die ganzen 41 Schaden des Dooms of Terror zu spüren. So, der T-54 ist da jetzt, also sein Zugpartner, weg. So, der IS hinter ihm hat es da nicht so gut gemacht. Aber er konnte jetzt hier den raussnappen, den Waffenträger. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen, weil er ist jetzt hier mit dem Tiger zwar, aber sonst alleine. Jetzt repariert er hier. Aber wie gesagt, er muss jetzt hier so stehen und hoffen, dass der Gegner da nicht rusht. Weil rushen, das wäre jetzt. Also wenn der ST zum Beispiel jetzt durchgefahren wäre, das wäre jetzt die Initialzündung für die Leute hier gewesen. Schöner dumpfer Klang an dieser Stelle. So, da drüben, der Tiger hat jetzt da den KV an sich gebunden. Das ist gut, der Jagdtiger steht da hinten und supportet. Der hat auch noch gerade einen weggemacht. Also, läuft jetzt schon ganz gut, aber wie gesagt, hätten die jetzt hier rumgedrückt mit dem Hitpoint-Pool, dann wäre das schon gegangen. Natürlich haben sie ein bisschen Respekt vor dem WZ, dass der noch so voll war, aber man sieht zwei Treffer und dann schaut es halt doch schon wieder anders aus. Jetzt probiert es hier der Ferdinand. So, leider zurzeit diese Lags immer mal wieder da. Komm schon, und da nimmt er den Ferdinand raus. Feine Nummer. Jetzt zieht sich der ST auch wieder zurück. Jetzt denkt auch wieder, ist schon ein Schisser, ey. Also der ST, der hat es da sagenhaft schlecht für sein Team gemacht. Wenn der da vorne jetzt stehen geblieben wäre, der Prototyp hätte wahrscheinlich ordentlich weiter reinhalten können. Also einfach auch da mal
den Damage Pool oder den Hitpoint Pool, den man hat, auch einfach mal ausnutzen. Dafür sind das ganze Panzer und hier keine, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, was so weich wäre, wo ich so spielen müsste. Libra-Kranken. Da musste man vielleicht ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen. Aber in dem Fall, man kann da schon mal ruhig ein bisschen Schaden machen, indem man auch mal seine Panzerung ins Spiel bringt. So, jetzt geht's weiter. Mit 20 hier fleißig. Jetzt haben sie hier die Seite gut gemacht. Das muss man wirklich lassen, dafür, dass die hier... Man sieht ja, wie viele Panzer hier überall gestorben sind. Wir zählen hier 5 Gegner und es sind lediglich 3 seiner Teamverluste. Also ein guter Tausch. Da drüben ist jetzt noch der Centurion. Der ist noch ganz weit weg. Und eine Arti ist noch irgendwo. Und man sieht halt die Geschwindigkeit ein bisschen bergab. Und wir kommen zwischen 50 und 60 km/h. Das ist für einen schweren Panzer einfach ein geiler Wert. Der Tiger dahinter eben ganz weit weg. So, der Centurion ist ja noch rappelvoll fast. Den will er sich jetzt natürlich schnappen, weil das sind noch 1-2 Hitpoints, die man sich gern aufs Spesenkonto am Ende der Runde rechnen lässt. Jetzt wartet er hier ein bisschen. Wartet also ab, ob er irgendwo was aufgehen sieht. Könnte natürlich sein, dass sich jemand Richtung Tiger orientiert. Das ist wohl seine Hoffnung. Oh, da ist der Centurion. Und da kann... Ich würde jetzt, sage ich euch ganz ehrlich, ich würde da jetzt rappelst drauf fahren. Natürlich wieder Hitpoints anbieten, klar, zum einen das und zum anderen aber auch einfach mal eine schöne Ram-Action machen. Und am Ende des Tages hat er ja doch noch auf mich gehört und nimmt den da rammend raus. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist die Arti? Schlägt da ein. Vielleicht tippt er gerade, ich weiß nicht, worauf, auf was er jetzt wartet, weil normalerweise... Wenn die Arti jetzt da hingehalten hätte, wo er stehen geblieben ist, dann wäre es das jetzt für ihn eigentlich gewesen. Also Glück im Unglück. Und jetzt wird aber die Arti gesucht. Der Tiger 2 pinkt dahinter. Also man hat ja auch gesehen, wo der Tiger 2 gewesen ist. Also von dem her muss er da in dem Eck auch irgendwo sein. Er lädt schon HE. Ich denke mal, er sollte hier jetzt wirklich gleich aufbloppen. Also er muss irgendwo zwischen K1 und K4 sein. Als andere macht eigentlich kaum Sinn. Da ist er schon mal nicht. Kann natürlich auch sein, dass er sich jetzt wieder ein bisschen umgestellt hat. Die Einserlinie wäre theoretisch auch noch denkbar, aber eher ungewöhnlich. Mit dem Tiger fährt man gar nicht so weit weg. Da ist er. Ja, oh, doch, da hinten. So, jetzt einaimen, einaimen, einaimen und Schuss und weg. Ja. So geht's. 5 Kills gemacht, 6600 Damage. Also, die war doch ganz beachtlich und hat, glaube ich, auch gezeigt, warum eigentlich die WZ bzw. die chinesische Reihe so gut ist, beziehungsweise zumindest mal mir so gut gefällt. Ja. Das war's. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen da, einen Kommentar wie immer gern genommen oder auch natürlich ein Abo, falls noch nicht vorhanden. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.